Immer noch hier auf der Insel des sprudelnden Wassers. Willkommen zurück zu Tears of the Kingdom. Und ich frage mich gerade echt, aber wo ist denn Sidon? Der ist doch auch irgendwie, auf eine gewisse Art und Weise ist er doch vorgegangen. Ne? Warum lässt er denn bitte schon alle Gegner am Leben? Dass ich mich hier durchkämpfen muss? Ui. Naja, was soll's. Ich frage ihn nachher, wenn wir ihn wiedersehen. So, sonst wir gehen jetzt mal schön hier nach oben. Ja, so allmählich. Ne? Ich müsste ja auch immer noch richtig sein. Ja, was sind das hier für krasse... ja, Balkone, mit Brunnen und so was alles und ja, mal schauen, erstmal ein beherzter Jump. Das ist doch geil. Er macht einfach Traben und kann richtig krass hier hochspringen. Gut, jetzt erstmal hier Riesenwasserball. Ne, die kommen von der anderen Seite. Ach, muss ich wieder zurückspulen? Ich glaube, muss ich einfach wieder zurückspulen, ne? Dann lande ich hier, dann hier und dann denke ich mal, bin ich bald oben. Vielleicht das gleiche schaffen. Ich habe nicht vergessen, ich möchte dann auch nochmal irgendwann rückwirkend. Ich glaube, wenn ich mich hier oben hin teleportieren kann, dann gehe ich nochmal vorher diesen langen Arm hier ab. Weil das ist nämlich das Einzige, wo ich jetzt noch nicht war. Ne, wir waren irgendwie. Ne, von hier kamen wir ja, dann war ich auf. Oder war ich auf dem hier? Ne, ich war irgendwie woanders. Glaube ich. Das sieht hier noch nicht. Wo habe ich da eigentlich schon gemacht? Ne, da habe ich mich durchgekämpft. Hier waren so ein paar Gegner. Aber irgendwie kommt es mir so vor. Ich gucke lieber nochmal nach. Ne, ich glaube, hier war ich, hier unten, ist so versteckt. Ja, genau. Sieht also ein bisschen gleich aus, ne? Zwar, da kommen du jetzt hier noch, da bist, obwohl er liegt schon, glaube ich, zu lange da. Der liegt schon zu lange da, deswegen. Du hier, Tram, wirst zurückgespult. Du, mit mir drinne. Ja, das sind weit oben, Mann. Ich hab da so Angst. Hoppala. Na, gut. Step, nächster Step geschafft. Jetzt haben wir wieder Sachen zum Bauen. Ach, wieder eine Rampe bauen. Da hat er echt jetzt der Schrein oder was? Hat er richtig vorgesorgt? Also das hier, kann ich das Wasser hier stoppen und dann fließt es ab? Guck mal, das Ding ist doch jetzt eigentlich an, ne? Aber jetzt wird keine Batterie verschwendet. Aber sobald ich das irgendwie hochnehme, dann zählt das auf meine Energie hier. Zip. Einfach mal wieder so ein Springbrunnen hier. Wow. Ich mache hier einfach... Ist ja viel besser. Ich habe das ganz doof hier tragen mit der Hand. Oder mit dem... Mit dem Symbol habe ich sie tragen. Das ist ja so viel geiler. Das ist ja Swamp hier? Nee, ein bisschen Pfütze. Nee, okay, dann ist hier glaube ich erstmal wieder nüscht. Ich gucke mich trotzdem ein bisschen um. Das Ding da scheint nicht zu funktionieren. Hier der Wasserspender oder was? Also der Blubberblasenspender. Wow. Hallo, bist du? Oh, doch, okay, er funktioniert doch. War bloß ein bisschen schüchtern. Ja, Überblick verschaffen. Ja, das ist ein riesen Ball und ich muss da halt hoch. Sonst ploppt er da nämlich dagegen. Ja, okay. Ja, ich könnte mir auch einfach eine riesen Brücke bauen, ganz ehrlich. Oder? Was meint ihr? Ich könnte mir eine riesen Brücke bauen und dann einfach da hochspringen und so, weil ich bin ja schon richtig krass im Ausdauermäßigen. Aber nee. Ist trotzdem, glaube ich, viel, viel lustiger, wenn wir das ganze Ding mal so bauen, wie es gewollt ist. Also ich mache bloß wieder alle gerade falsch, ne? So. Okay, so, ein bisschen anschrägen. Und dann reichen da zwei Bretter? Ich glaube nicht, ne? Ne, da brauche ich noch ein drittes. Das ist ja kein Problem. Hier liegen ja genug rum. Also, bumm. Sag mal, was soll denn das? So. Und dann mal gucken, ob ich denn... Also, ich hoffe, dass das jetzt einfach ausreicht, wenn ich das jetzt hier ganz am Anfang gleich hochschießen lasse, ne? Also, gleich hier direkt. Nicht irgendwie erst da hinten oder so. Nö, warum? Nur bumm, bumm. So, ich hoffe, dass... Achso, könnte knapp werden. Könnte etwas knapp werden. Vielleicht muss ich es auch noch ein bisschen höher machen. Ich glaube, die Kugel würde da gegen ballern. Wir schauen mal. Während die Sonne untergeht. Ja. Ups, schwemmen. Boing, wow. Oh. Okay, das war jetzt nicht sonderlich hoch. Boop, nee, das war überhaupt nicht hoch. Ja, da muss es auch ein bisschen höher. Etwas höher. Na, deswegen habe ich hier noch genug Bretter hier. Ja, oder halt wirklich hier ganz hinten erst hoch. Ja, dann mache ich es vielleicht auch da jetzt hinten, weil das ist das Einfachste. Komm mal her, du. Wow! Link, ey. Nicht durch die Gravity, hier bis irgendwo hinfliegen. An sich fliegt die ja echt, die fliegt ja bis hier hin. So. Wieso kann die nicht da richtig schön so dran stehen? Was soll das? Dann schnell, da kommt doch schnell der nächste Ball. Ah, das habe ich hier wieder alles falsch gemacht hier. So. Na nee, den sehen wir so, klappt das irgendwie auch nicht. Wow, aber ich natürlich sehr schön hochfliege. Ziemlich weit, immer höher. Na boah, was ist denn los hier? Immer höher. Ach, genau, so geht's aber auch denn. So, das war's. Ich hab ja mein Parasegel dabei. Jupp, gut, hat geklappt. Oh, komm, hier ist ja nochmal eine Rampe. Oh, muss ich das Ding... Warte mal, muss ich das Ding richtig weit umlenken? Nee, okay, ich habe hier wieder Flugzeuge. Okay,
So, die Truhe will ich natürlich auch haben. Warte, ich mach's aber jetzt ganz billig mit einem Wasserballon. Wasserfrucht, meine ich. Hab ich ganz schön aufgebraucht jetzt, ne? Ja, ja, wir gehen die langsam aus. Schuppen. Ein Opal. Gut. Ja, dann sind wir gleich da. Also, nee, immer noch nicht. Doch, da ist ja dieser riesen Wasserfall und... Oh, das sieht schon sehr nach Tempel aus, oder? Sieht richtig nach Tempel aus. So, was haben wir denn hier alles Schönes? Ich habe Batterien. Ach nee, oh, Schwebesteine habe ich eher. Schwebesteine, Brettchen, Antriebsdinger. Ja, aber ich habe doch gerade schon so ein Flugzeug gesehen, oder? Ja, da ist ein Flugzeug. Ja, dann baue ich mir richtig geil so ein cooles Ding. Und ich glaube, ich werde das mal gleich als Teil dann auch archivieren. Oder so ein Roller-Ding hier. Dass ich das immer schön speichern kann und dann immer da was zusammenbauen kann mit meiner anderen coolen Fähigkeit des Tablets. Des Koopa Pura Pads. Stopp. So. Wartet. Komm mal her. Schuf. Dann mal hier so zwei Dinger. Dann fahre ich da einfach rüber. Da reicht meine Batterie aus. Und ich glaube, durch die andere Gravitation, ne, muss ich da auch nicht mehr so viel machen. Zack. Ich glaube, ich würde nochmal ein Lenkrad dran bauen. Und dann habe ich halt, dann lasse ich es einfach so, dass ich denn das denn mal speichere. Ich werde zwar nicht immer ein Lenkrad dabei haben, aber... So. Ach, ich speichere einfach jetzt so, ohne Lenkrad. So, komm mal her. So, das hier, Verlauf. Ja, das hier ist der Verlauf, ne? So. Zu Favoriten. Okay. Oder wie mache ich das jetzt bestätigen? Ist das jetzt hier... Ist das jetzt ready, wenn ich jetzt das Ding mache? Wartet mal. Ich schalte den hier so rum. Hier, Favoriten. Okay. Baupläne. Ich hoffe, das reicht. Ich habe auch so ein Ding eigentlich schon hier. Aber nee, ich hoffe, das reicht. So. Nun gut. Na denn... Wartet, entschuldigt. Dann kommen wir hierher. Dann fahren wir jetzt aber da lang. Schön mit Anlauf. Richtig schön mit Turbo-Boost. Ich hoffe, dass das anlaufmäßig hier so gewollt ist. Und so ausreicht. Let's go. Wow, wow, wow. Wir heben ab, Leute. Yeah. Ach, ist doch ein Traum. Ey, Sidon, guck mal, was ich kann, Sidon. Der fliegt voll weiter. In den Gegner rein. Uff. Aua, aua. In die Schwerkraft erstmal gewöhnen. Ah, das hat doch super funktioniert. Sidon, wo warst du denn? Warum hast du die ganzen Gegner stehen lassen, sag mal? Ah, an was für einen wundersamen Ort wir hier doch gelandet sind. Da ich nun so viel leichter bin, bin ich beim Hinaufschwimmen der Wasserfälle etwas übers Ziel hinausgeschossen. An einem unbekannten Ort wie diesem sollten wir vorsichtig sein, Link. Pass gut auf dich auf, wenn du weitergehst. Okay, oh, kommt er jetzt mit? Ich zeige hier schon sein Ding hier zu. Los geht's! Danke, Mann. So, kann ich einfach das Wasser auf ihn rufschießen? Oder die Fähigkeit ist richtig doof. Ich meine, als Schild bringt er doch nicht so viel, oder? Ich wollte eigentlich gerade eine Rückwärtssalto machen, aber es war ein bisschen alles verzögert hier. Oh, was haben wir denn hier leckeres? Was haben wir denn hier Schönes? Oh, Gomes und so einen geilen Spieß hier, Gomes. Alter, der kommt richtig an ihr Saus. Ich auch, yeah. Boom, boom, boom. Oh, komm, komm. Alter, was hat der, was baut der sich denn da zusammen? So, erstmal schön in die Schnauze. Wow, Alter, sag mal, spinnst du? Der hat ja so, der sogar drei Faces. Ja, oh, jawohl. Ja. So, mit dem hätten wir den Meeresboden aufgewischt. War richtig leicht. Hat nur eine Fee gebraucht. Los, Link, rasch weiter, sonst setzen wir noch Seepocken an. Dupdi-dupdi-dup, da ist ja. Was ist da? Ich muss mir erstmal looten hier. Ich hab richtig geilen Scheiß fallen gelassen. Flup, 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 mächtiger Konstruktbow und ein Gamma-Elite-Konstrukthorn. Ja, werde ich bestimmt nicht vergessen, irgendwann an eine Waffe ranzuhauen. Jetzt ist er da oben lang gegangen, aber ich dachte, ich muss noch ein bisschen gucken hier. Ach, was soll's. Hier ist eh alles nur matschig und schlammig und ich glaube jetzt keine... Wo ist hier unten irgendwas? Ein kleiner Tunnel? Nein, hier ist so ein Tunnelsystem. Vielleicht mit einem Schatz oder so. Nein, hier ist nix. Doch, hier ist was. Alter, wie ich es einfach hier gefunden habe. So, okay. Oh, der geht aber schnell. Okay, der in der Mitte geht als erster runter. Oh, shit. Ah, nee, okay. Also, ich muss nicht von vorne anfangen. Einfach die ich verpasst habe, einfach nochmal machen. Boah, du hast es geschafft, Mann. Ist schon wieder 14 Krocksamen. Dann kann ich echt wieder ein bisschen was boosten. Aber voll der fiese Krok hier versteckt. Richtig fies. Okay, na denn, hoppala.
Ja. So, Sidon. Sidon, wo bist du denn? Ja, da können wir einfach hochjumpen. Bist du zuerst? Boah. Ey, wo sind wir denn jetzt? Sind wir jetzt im Tempel? Wie mir scheint, fließt der ganze Schlamm in Fällen von den Ruinen über uns herab. Habe ich auch schon gemerkt. Was bedeutet, dass sich die Quelle des Problems irgendwo dort oben befinden muss? Link, das müssen wir uns unbedingt ansehen. Bist du ready? Ja klar, zur Abreise. Also gut, dann schnell los. So ein Angeber. Aber ja, dann ist hier glaube ich echt der Tempel. Ja, wir haben es endlich geschafft, ey. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ist es einfach wirklich Wassertempel oder vielleicht einfach richtig kreativ? Der Schlammtempel. Oder wie so Quatsch. Wow. Ja. Boah. Da kommt so richtig raus hier. Rotz da. Oder sind wieder diese fünf Schlösser? Leute, wir sind da. Wir sind, glaube ich, wirklich da. Richtig so eine Schlammschleuder irgendwie. Moment, ich brauche noch ein bisschen was zu essen. Ich hätte mal ein bisschen mehr Essen mitbringen sollen. Was war dann schon wieder los mit mir? Der Wassertempel. Die große Wasserquelle von Hyrule. Von ganz Hyrule? Echt? Boah, schön, ey. Ja, das ist ja so, einfach so von hier einfach dann von oben erreichbar ist. Voll geil. Sehr, sehr schick. Dachte echt, das ganze Ding wäre der Tempel, aber nee. Das sieht dann aber gar nicht so groß aus. Guck mal, wir haben hier fünf so eine Brunnen. Der ist ja dann relativ klein, oder? Könnte ich fast mir denken. Ja, und die findet einfach dann der Bosskampf direkt statt. Na gut. Machen wir erstmal einen Teleporter hier klar, ne? Und dann muss ich dann irgendwie noch darunter die andere Truhe da holen. Sidon, Mann, was ist denn für eine eklige... Da kommt doch schon der Ultraboss dann raus. Oh, was für ein fantastischer Ort. Und allein die Vorstellung, dass er über unserem Dorf am Himmel schwebt. Ja, hoffentlich kracht er nicht runter. Link, schau nur! Ich seh's. Das ist der Ursprung des Schlamms. Überhaupt kein Zweifel möglich. Was immer es auch genau sein mag. Wir müssen es irgendwie aus der Welt schaffen. Hä? Ja. Das ist die Lösung. Ach, guck mal, müssen wir einfach Wasser aufdrehen, oder wie? Jo. Schau da oben, Link. Wir müssen lediglich dieses Wasser zur richtigen Stelle leiten. Ja, ist ja kein Problem, aber wie matschig das alles aus, richtig eklig. So, ich werde es mal trotzdem natürlich erstmal anmachen, ne? Anprobieren, dann wird es ja gleich wieder Zeit von wie, ja, reicht nicht, klappt nicht. Ey, fünf Wasserhähne, na gut. Aber hier ist ja noch gleich der Checkpoint. Was schick gemacht. Ah. Ja, es funktioniert nicht. Na, reicht nicht, Sidon. Oh, aber du hast es doch auch gesehen, oder Link? Dieser Mechanismus hat etwas bewirkt. Nur reicht die Wassermenge noch nicht so aus. Ja, ich guck mal nach. Oh, schon wieder dieses Geräusch. Geliebter Nachkomme. Hier entspringen die reinen Wasser des Dorfes der Soras. Nutze deine Macht und öffne die vier übrigen Speier, damit sich hier genug Wasser sammelt. Tada! Ey, tatsächlich nur vier. Ich weise dir den Weg. Dann wirkt es ja wie ein richtig kleiner Tempel. Oder ist es vielleicht so, wirkt es so, als ob das der erste Tempel sein soll, weil man nur vier Sachen machen muss? Aber irgendwie so nicht, warum ich da immer so komische Reihenfolge-Hinweise reininterpretieren möchte. Nee, ist einfach nur so vier Dinge anstatt fünf diesmal. Die Stimme, diesmal habe ich sie ganz deutlich gehört. Vier Speier sollen wir öffnen. Dann füllen sich anscheinend alle die Krüge dort mit Wasser. Ja. Gut, worauf warten wir, Link? Zusammen sind wir unschlagbar. Wir sind richtig cool, Sidon. Oh je. Da. Jetzt haben wir erstmal wieder eklige Schleimis. Was wollt ihr denn? Oh, schön, dass Sidon mitmacht. Sidon will richtig helfen. Boom. Schleimgelee. Alles klar. So, ein Ding ist ja sogar einfach hier gewesen. Irgendwo hier unten. Laut Karte. Einfach hier, hä? Hui. So, ich hab nicht vergessen. Ich wollte ja noch dieses Bonus-Ding da holen. Oder diesen einen Arm noch abgehen. Aber wenn das erstmal hier auf der Höhe ist. Warte mal, nee, hä? Ja, hier soll das doch sein. Auch Untergeschoss.
Oh. Okay, es gibt also noch ein Untergeschoss, was so ganz versteckt war. Und da komme ich anscheinend so nicht hin. Oder ich muss einfach runterspringen. Warte mal. Klar, einfach runterjumpen. Whee! Alter, vor die fette Feuertür. Was zur Hölle? Wasser, Tempel, Untergrund 1. Okay, ich glaube, da hilft Wasser nicht viel. Den muss ich irgendwie abblocken. Mit einem Brett oder so, wenn ich den benutze. Ja, da komme ich so leider nicht hin. Ja, okay, dann warten wir mal ab, ne? Dann kann ich hier noch rüber jumpen. Für das Ding. Leute, ich glaube, der Tempel wird trotzdem ganz schön groß. Nöppala. Oh, wie schön, ey. Hier kann ich anscheinend auch noch mal richtig schön abtauchen und davon oben irgendwann runterjumpen. Als Abkürzung. Ja, na gut, diesmal habe ich jetzt nicht so gesehen, was so am so die Reihenfolge dieser Schlösser, was am logischsten wäre. Wie zum Beispiel beim Feuertempel war der richtig cool. Da war ja richtig klar, okay, der letzte soll der sein. Dann kommt man wieder richtig schön runter. So, könnt ihr die Dinger einfach benutzen? Denn, nee, der fährt da nicht nach oben. Sorry, mein Kleiner, den wollte ich nicht ignorieren. Ja, die Dinger hier bewegen sich halt nicht. Das ist ein bisschen blöd. Ne, ich weiß nicht, wie ich da irgendwie... Ach, brauche ich gar nicht. Ich renne einfach mal rüber. Hips, wee, oder springe rüber. Da so richtig cool, Mann. Ja. Hoppala. Ja, das sollte eigentlich so klappen, ne? Durch die Schwerkraft, die alles schafft. Ja. Oh, oh. Oh, oh, oh. Hier sind ja richtig fiese Typen. Und da ist ein Ball, der irgendwo hin muss. Fisch, oh. Fisch, oh. Warum halten die so viel aus? Zum Glück habe ich meine ganzen Waffen geholt, ey. Das war ganz gut. Link, ernsthaft, warum? Alter, wie Link einfach daneben gehauen hat. Oh, die ganze Lanze leer weggeflogen. Und er ist im Wasser geflogen und gestorben. Hier haben wir so einen komischen Ball. Schießt er mit Pfeilen, ja? Steg hoch. Oh, Kopf. Und in den Schlamm mit dem, oder? Erst! Alpha 19 zerbricht gleich, ach ja. Lanze zerbrochen. Ich würde dann gleich was Neues nehmen, aber ich hab leider noch nichts. So. Ja. Mann, ey, voll Zeitlupe, ey. Oh, ja, das war klar, dass ich jetzt getroffen werde. Bum, bum, bum. So, aber den hat aber voll eine geile Lanze fallen lassen. Hol ich mir mal schnell. So, hui. So, es ist jetzt irgendwie das mit dem Wasser irgendwie alle so blöd, ja? Weil, oder halt mit dem Schlamm nicht, dass da irgendwas drunter liegt, ich das irgendwie benutzen muss. Ich kann die Kugel ganz normal hochnehmen. So, tropft die irgendwie? Kann ich irgendwas damit machen? Nö. Oh doch, warte mal, was zum... Kopf. Nee, ist einfach nur abartig. So, irgendwas hier drinnen im Brunnen. Wie soll das Ding jetzt da hoch? Ich müsste halt erstmal ein bisschen gucken. Nee, da kommt ja niemals hoch mit dem ganzen Ding. Hier sieht auch so aus, als wenn man hier wieder schön runterkommt. Und alles, aber nee, das muss irgendwie gehen. Diese Höhe. Oh, dann haben wir hier. Ah, hier ist so ein Ding, was kaputt ist. Warte, oder was vollgeschleimt ist. Moment, ich hab's schon, Leute. Ja, Gaff. Ching, activated. Also jedenfalls leuchtet es grün. So, komm mal her, du musst die Kugel nach oben bringen. Weh, du haust ab. Ist schon was. Ey, weh, du haust ab. Du musst die Kugel da hoch. Mann. Naja, okay. Warten wir nochmal kurz. Vielleicht kann ich auch doppelt, dass ich auch gleich mit drin kann. Das sollte ja nicht zu schwer sein, oder? Ey, nimm mich mit, Mann. Oh, wie das aussieht. Okay, das hat schon mal gut geklappt. Tschüss, Ball. Wo will der hin, der Ball? Na gut, ich komm mit. Uff. So, komm, bin ich richtig mit diesem Loch auch alles? Ich sehe ja gar kein Loch. Doch, da unten ist es. Da ist es. Oh, sieht aus, als würde gleich von alleine drin fallen. Oder? Oder? Dann bin ich helfig nach. Und bam, Punktlandung. Und der, oh, stimmt, der sinkt ja gar nicht. Wie kriegt ihr das hin, dass der noch ein bisschen sinkt oder so? Boah, Alter, Link, ey, was macht der für ein Körper? Warte, ich komme mal kurz nach oben, Leute. Ich muss mal nach oben. Tschum. Toll, hier ist gar nichts. Wow. Ich habe hier so eine Schwebesteine. Was würde denn das machen, wenn ich jetzt den Ball da reindrücke? Ist denn einfach den... Ist denn das hier? Hat hier eine Tür auf? Was ist das denn hier? Ich kann hier irgendwie... Hä? Was soll das jetzt? Da kann ich, Alter, wie einfach an die Saus kam. Oh, Sidon, ey, er macht alles kaputt. Also ich weiß nicht, ob das Ding, das wird ja auch wieder rausflutschen, wenn ich das einfach drin drücke, ne?
Jupp, es flutscht wieder raus. Dann könnte ich, glaube ich, mit so einem schwebenden Brett das irgendwie unten halten. So richtig runterdrücken halt, so richtig krass. Weil die Dinger bleiben ja so, wie sie gemacht worden sind, ne? Kostet natürlich Energie, ist natürlich kacke. So, warte mal, verbindet das mal. So, dann halt runterdrücken. Und das bleibt ja jetzt so da. Jupp, es bleibt da unten. Okay, natürlich aber auch nur so lange, weil ich Batterie hab. Was ist hier jetzt? Hier ist jetzt gar nichts. Oder ich muss das Wasser irgendwie erstmal loswerden, ne? Ich muss das Wasser hier rauskriegen. Das kann ich doch hier gar nicht so richtig drin agieren. Oder wie, soll das hier eine Schleuse sein? Aber irgendwie auch nicht so richtig, ne? Das sieht aus wie eine Schleuse. Und die bringt doch gar nichts. Ich mach das Ding mal kurz aus. Ja, okay. Gut. Ich muss gucken, Leute, ich muss gucken. Oh, das sieht schon alt krass aus. Ob ich da oben auch Hüfte hoch kann? Ich die so mal gucken? Ich sehe aber keine Schleusenähnlichen, so dass ich irgendwie das Wasser hier ablassen kann. Außer also die komische Ding da. So, nee, da ganz oben bringt nichts. Ich müsste mal. Also, guck mal, hier sind Treppen, hier sind so eine kleine Leitern. Das Wasser muss hier raus. Irgendwie. Und dann muss ich die Kugel auch nicht mehr daran hindern, dass die irgendwie auftaucht. Aber wie soll ich denn hier das Wasser rauslassen? Was ist denn das hier für ein Ding, sag mal? Ach, das ist ja die Schleuse. Okay, doch, das ist die Schleuse. Gut, aber natürlich wird immer wieder vollgefüllt. Das ist die Schleuse. Ja, da kann ich dann einfach so ein... Dann muss ich das Ding da ranmachen. So, und dadurch würde es ja dann immer da oben schweben, ne? Wupp, 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 wupp. Ach man, das ist ja so cool. So, machen wir ein bisschen schick hier, ne? So, aktivieren. Finde ich unnötig mit dem Pfeil, aber ist ja egal. So. Und jetzt wird es da oben gehalten. Jetzt können wir nochmal reingucken. So viel Batterie habe ich hier. Wow. Aha. Aha. Und was ist das jetzt? Link, guck mal. Das muss für einen der Speier sein. Sieht wie ein Wasserrad aus. Ah, ich muss natürlich auch... Sidon, ich habe deine Fähigkeit komplett vergessen. Sidon, kommst du mal her? Sidon, ich brauche deine Fähigkeit. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Komm her jetzt hier. Oh, was ist denn hier los? Komm jetzt mit. Wird gemacht! Ja, ich muss hier deinen, ne, hier ähnlich wie Dulins Sturm und den Gong schlagen mit Yonobo. Müssen wir hier natürlich erstmal richtig cool sein. Fett! Klasse! Einer der Speier ist offen. Gut gemacht. Bleiben noch 3 Stück. Sehr schön. Ja, das war ja ein easy Rätsel. Aber auch wieder toll gemacht. Mit dem ganzen Wasser, die hier rauslassen und so weiter. Alles so. Gut, okay. Dankeschön. Wump und kann sich wieder vollfüllen. So, hier sind wir durch mit dem einen Ding. Das hat mir Spaß gemacht. Das war cool. Ja, dann einfach rüber zu den anderen Bienen oder was? Wasser einfach wieder gluck, gluck, gluck. Fühlt sich komplett wieder voll. Ist schon klar. So, wie komme ich denn bei den anderen da hoch? Guck mal, da ist ja wieder so ein Wasserball, aber der... Der fliegt nicht nach oben. Da könnte ich vielleicht... Warte, was ist denn da? Was dreht sich denn da? Oh, weia, ey. Und ich würde mal... Ich hoffe mal, oder ich würde mal sagen, dat, der letzte ist halt wirklich hier unten. Weil da müsste ich ja dann wieder hochkommen können. Durch die Decke einfach, ne? Was ist denn das hier? Was ist denn das für ein komischer Raum? Sind das denn Stacheln? Ist das ein Stachelraum? Oh, ich will es glaube ich gar nicht wissen. Auf jeden Fall ist doch noch alles voller Feuer. Wow. Wupp. Ja, doch hier. Oder ich frage mich, oder soll ich irgendwie... Kann ich die Dinger irgendwie selber dazu bringen, dass sie halt nach oben fliegen? Ich weiß es aber nicht. Also ich könnte die natürlich manuell erstmal nach oben. Dann drücke ich sie... Nee, dann hole ich sie wieder runter. Und dann mache ich Rückspulfunktion, dass sie wieder von meinem eben gerade gemachtes nach oben wieder gehen. Das kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Das ist ein bisschen kryptisch. Alter, wie die olle Schlammrotze hier, ey. Warum sind jetzt hier schon wieder Gegner? 3 Stück? Was ist denn hier los? Ich hab so Angst, dass ich die besiegen muss. Ja, da komme ich aber, glaube ich, irgendwie so nicht hin. Also ich kann natürlich einfach Tulin aktivieren, dann komme ich da auf jeden Fall hin. Hingeflogen und alles. Aber das muss ja, glaube ich, irgendwie anders gemacht werden. Aber wie? Da-da. Wie gesagt, der Ding da wird sich nicht bewegen. So, und was soll denn das jetzt hier mit euch Viechern hier, sag mal? Wo kommen wir denn da hin? Knochenbockblind zerbricht gleich. Wow! Alter! So, ich mir ja gleich her, dein Ding hier, weil doch immer du da jetzt gleich fallen lässt, dann will ich hier ranschmieden. So,
Was ist das richtige? Das hier. Zack, je. Yeah. So, schön plus 18, Alter. Jetzt wirklich die ultimative Waffe. So, sollen die hier irgendwas? Hattet ihr irgendwas zu heißen? Ihr Viecher? Aua. Sidon, ey, was ist denn mit dir? Wisst ihr, er sagt voll, er ist langsam. Er sagt voll, er von mir. Oh, ich fühle mich irgendwie so leicht hier. Kommt richtig langsam, wie so ein Opa kommt dann an den Arsch. Oh, zerstört. Dankeschön. Sidon, bin ein bisschen enttäuscht, ne? Ja! Yeah. Oh, Bogen zerstört. So, ich habe ja nur so viel mehr, Leute. Was hat denn das für ein Quatsch hier? Auf dem Boden. So, der Typ, ey. Liegt erstmal da rum. So, dann nehmen wir mal den geilen Bogen hier. Komm her, du Sau. Mein Link, ey, ich will immer richtig mit Anlauf, wisst ihr? Und Link immer richtig. Oh, er kommt zu kurz. Ich habe ja keine Ahnung, ob ich noch eine Fee habe. Deswegen wird es erstmal wieder gesnackt. Ja, gum, gum, gum. Ich habe sogar noch einen Feentrank. Hm. Heilt die Heilkraft der Feen in sich und ist leicht süßlich. Ekelhaft. Ja, komm, mit Perso, egal. Ich krieg ihn eh wieder bei geschenkt, ey. So, das bringt aber nichts, die zu besiegen, oder? Dass euch irgendwie was Neues freigeschaltet wird? Nee. So, da war ich jetzt schon. Ja, guck mal, die Bubble-Dings ist eindeutig dafür, dass ich da nach oben fliege. Und dann ist die Bubble-Dings hier dafür, dass ich damit nach oben fliege. Aber ich weiß nicht, wie ich das mache. Das ist ja halt so richtig schön, oder hat das irgendwas noch mit Sidon zu tun? So, jetzt flieg halt nicht, nach oben. Das Ding platzt eher. Alter, eine starke Sunanium-Lens. Ja, flieg nicht, Leute. Ich will sie nicht. So, wie krieg ich jetzt das Ding dazu, dass es nach oben fährt? Ja, also erstmal so gar nicht, ne? Wie anpusten oder was? Ich kann das halt. Also, ich kann es halt grabben. Aber. Ja, und dann so. Aber nee, so hoch kann ich es ja auch nicht machen. Man kann hier nicht irgendwie. Achso, oder die Dinger sind natürlich einfach dazu da, dass ich hier so einen kleinen Dingsspender habe, um hier Sachen zu. Sachen zu ent. Ja, Mensch. Warum hat denn jetzt schon wieder Sidons Ding aktiviert? Ich wollte ja nicht. Mann! Herr Sidon. Kann ich nicht mal selber mit dem Wasserschild hier irgendwie. Sidon, komm mal her. Jawohl! Jawohl! Na und angreifen! Hier sieht aber auch nichts versteckt aus. Was soll denn das? Da kommt erstmal eine dicke Wolke an. Ja. Hier, guck mal, da bin ich rüber hier springen. Machen wir das hier alles weg. Flup, flup, flup. Nix. Ja, guck mal, sieht doch so krass aus. Kann ich hier irgendwie rein? Wow. Hier, guck mal, so versteckte Räume hier, ey. Oh, Secret Way. Aber nee, ist nichts. Keine geheime Kammer. Ja, da oben jetzt hin. Oder wieder drunter. Dann einfach durch die Decke durchgehen. Wie gesagt, macht das bloß stutzig. Da wird ja nicht umsonst ein blauer Bobbel da sein. Bloß wie kriegt man den angeschubst? Angestoßen. Hier ist ja hier so eine Art Rampe irgendwie. Oder soll Bus natürlich signalisieren, von wegen, ja, hier wird das mal alles verbunden. Ja, aber keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Kann man die irgendwo mit connecten? Dass das hier irgendwie was macht? Nee. Zum Drehen halten, ja. Kann ich so viel drehen, wie ich will. Und ich glaube nicht, dass die so lange halten, weil es ist ja bloß immer einer, der neu kommt. Dass ich mir hier so eine komische Brücke baue, der so von Blubberblase zu Blubberblase hier. Kann ich mir auch schwer vorstellen. Hochspringen wird auch nix. Höchstens rüberjumpen von der anderen Seite. Ja, aber. Wie gesagt, das wird doch nicht das Official sein. Das ist nicht das Offizielle, wie man das machen muss. Ja, aber alle anderen bewegen sich. Also, wenn so eine Wasserkugeln sich bewegen, dann meistens halt, weil sie schon von vornherein anders angeschrägt sind oder so, ne? Ja, ich glaube, ich kann das ja nicht. Ich kann das ja nicht hervorrufen, dass sie sich mal irgendwie umdrehen oder der Ursprung anderer ist. Wow. Das geht doch nicht. Ja, weiß ich nicht, dann will ich einfach rüberspringen. Ich meine, die Gravitation ist halt mega geil. Und das sollte ich eigentlich auch schaffen. Ja, aber das wirkt halt irgendwie nicht gewollt, ne? Naja, was weiß ich. Ich will doch nur noch weiterkommen. Guck mal, das ist auch so eine Zwischenablage. Da muss ich gar nicht hin. Tram! So. Ja, du meinst einfach so, ne? Weil es gibt ja eh immer mehrere Möglichkeiten, so ein Ding zu beenden. So ein Ding zu schaffen. Ach, oh, hier sind schon viele Gegner, ey. Alles voller Gegner. Was macht der denn da? Hat der gerade die Blubberblase angegriffen? den Schleim angegriffen? Oh, und tot. Tja, das spart Waffen. Und Muni. Dumm, dumm. Oh, das ist ja ein Eisding. Hat der mit einem Eisfall geschossen? Sidon, kannst du mal kurz angreifen? Und der andere macht den so ja zum Feuer. So, was machen die denn hier? Sag mal, sind die doof? Hey, das ist ja schon das nächste Ding zum Antreiben. Ganz ohne Rätsel.
Ups, ganz ohne Rätsel. Was ist das denn da oben? Da ist was drin. Da ist wirklich was drin, aber was? Wir sind einfach so ein Schleimding. Ach, muss ich anscheinend. Ja, rechtzeitig da irgendwie speien, dass ich den irgendwie treffe, oder wie? Wie so schnell sich dreht. Aber ich würde sagen, wir beenden erstmal hier die. Warum ist da Wasser? Oh shit. Wir wurden entdeckt. Tram! Ja! Wow, wow, wow! Mein letzter Feind. Ah, nee, haben wir wieder welche gekriegt. Und wieder ins Wasser. Flutsch! Jetzt ins Wasser! Bisch. Und gluck, 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 gluck! Sehr gut! Aber hier ist. Doch, hier ist auch so ein. Hier ist auch ein. Ein Wasserpedestal. Ja, der wird da oben sein. Leute, gucken wir gleich. Ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig hochgegangen. Wenn wir alles sehen oder aber wieder. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Part von Tears of the Kingdom. Geil, der Wassertempel, ey. Ciao!